Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Scroll, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Folge. Wir legen direkt nochmal los. Wir haben immer noch die Quest mit dem Priester da. Und ich will die nochmal schaffen. Wir werden jetzt hier im Casual nochmal eine Runde spielen und wechseln danach, nach der Runde, wenn wir siegreich waren, was wir hoffentlich sein werden, wechseln wir auf unseren Mage und werden da mal noch ein schönes Spiel machen, dass wir die andere Quest auch mal erfüllen. Das heißt, wir werden jetzt in nächster Zeit erstmal Mage, Hunter und Priester spielen anscheinend, wenn es nach den Quests geht. Gegen Valyra. Könnte interessant werden. Jetzt müssen wir nur mal gucken hier, den Silence, den wollen wir eigentlich hier nicht haben. Den wollen wir hier nicht haben. Den machen wir weg. So, den Rest behalten wir mal. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir einen Einzel-Draw kriegen. Sieht doch mal ganz gut aus, hätte ich gesagt. Ich weiß nicht, die Klerikerin, das ist wirklich unglaublich, wie oft man die Klerikerin auf der Hand hat. Ich will mich nicht beschweren. Ich will mich eindeutig nicht beschweren, aber die Klerikerin, die hat man echt immer auf der Hand, wenn man startet mit dem Priester. Und wir spielen gegen Waldsman, der mal anfangen sollte, seine Karten auszusuchen. Er hat anscheinend Zeit, vielleicht ist er auch nochmal aufs Klo gegangen. Kennt man ja alles. Ah, jetzt hat er es endlich gemacht. Sehr schön, wir sind als zweites leider nur dran, aber spielen jetzt trotzdem direkt hier die Cleric, wenn es möglich ist, und im zweiten Zug dann direkt hier den... Feed the fish, Landlubber. Was? Wenn was? Das ist aber nicht geil. Wir spielen jetzt die Cleric trotzdem raus. Falls ihr euch fragt, warum... Oh, ich hätte vielleicht noch den Coin spielen sollen und das Powered Shield draufpacken. Das wäre ganz nützlich gewesen. Falls ihr euch aber fragt, warum... Und zwar, wenn ihr jetzt nämlich seinen Dagger spielt... Und mich jetzt angreift... Oh, er geht Faced. Okay, interessant. Sehr interessant sogar. Dann werde ich nämlich jetzt sein Viech hier wegmachen und noch ein bisschen andere Sachen machen. Und zwar spielen wir jetzt... den hier, den kann er dann auch nicht töten. SI7 Agent kostet 3 Mana, doch könnte er töten. Machen wir es aber anders, und zwar spielen den Coin. Spielen den hier. Machen so. Und holen uns mal eben schnell 2 Karten hier. Und beenden unseren Zug. Silence, sehr schön. Kann man mal gebrauchen. Und den Dark Cult ist das gut eigentlich. 3 Mana können wir im nächsten Zug spielen. Ist eigentlich perfekt. Ist eigentlich auch jetzt sehr, sehr gut gelaufen, dass wir den Circle of Healing jetzt auf der Hand hatten. Allein einfach nur, dass wir hier Sachen machen können. Da wachsen hier nur noch grüne Gewächse. Nee, jetzt geht's doch. Er muss natürlich jetzt hart überlegen hier. 4-7. Hätte er vielleicht jetzt, wenn er einen SI7 Agent gehabt hätte auf der Hand, hätte er den wegmachen können. Hat er aber wahrscheinlich nicht. Und jetzt steht er dumm da. Hätte ich mal gesagt. Licht aus. Der gute Waltzman. Komm, spiel was. Hat er mal überlegen hier gerade. Oh, komm schon. Also, Zeit läuft ab. Ist er AFK? Könnte es sein? Ich hoffe, er ist nicht AFK. Ich will hier natürlich versuchen, die Spiele eigentlich gut zu gewinnen, wenn ich schon mal mit dem Priester spiele. Scheint aber irgendwie so zu sein, als ob er irgendwie gerade nicht ganz bei der Sache wäre, der gute Waltzman. Hallo. Okay. Das scheint irgendwie nicht so ganz gut zu sein, was da ist. Vielleicht ist er auch gerade einfach hier AFK gegangen und fertig. Hallo, Kaschmann. So. Ja, er ist AFK. Und zwar, wenn der Mauszeiger hier irgendwo liegen bleibt auf dem Bildschirm und einmal die Zeit abgelaufen ist, dann fängt die Zeit immer direkt an, wieder abzulaufen. Na, das heißt, wir spielen also jetzt gerade schön gegen den AFKler. Ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße, aber was wir mal machen. Wir werden ihn jetzt halt einfach wegklopfen. So schnell wie es geht eigentlich. Zack. End turn. Ja, mein Gott. Ein AFKler. Hin oder her. Ist ja nur casual. Schade eigentlich. Es liegt sicherlich daran, dass wir hier die Ampel gelegt haben. So, den noch raus. 1, 4, 3, 3. Fertig. Ja. Und da steht's hier, Opponent left. Vielleicht hat er auch einfach kein Internet gehabt. Dann zeigen wir einfach mal ganz nett Worldplayed.
Ich würde aber jetzt trotzdem gerne hier aus dem Spiel raus. Hallo, Hearthstone. Greetings. Lol, jetzt hallo? Müsste ich das Spiel jetzt nicht langsam mal gewonnen haben? Vielleicht connectet er ja gerade neu. Aber ich will jetzt hier nicht aufgeben eigentlich, weil sonst hätte ich ja verloren, oder? Los, greif an! What the fuck? Ich dachte, der Opponent hat geleftet. Ah, okay, jetzt. Er hat wahrscheinlich gerade wieder reconnected. Aber ist halt ein bisschen dumm gelaufen. War wahrscheinlich sein Internet dran schuld. So, damit haben wir den zweiten Sieg und schalten jetzt mal oben auf. Was haben wir denn noch für eine Quest? Ich glaube, wir haben noch eine Quest mit dem Magier und Hunter. Ja, genau. Und dem mit dem Priester. Sollen wir nochmal ein Spiel mit dem Priester machen? Wir hatten eigentlich letzte Folge erst zwei Stück. Deswegen hätte ich gesagt, hauen wir jetzt nochmal Hunter oder Mage hinterher. Was nehmen wir denn hier? So ins Gesicht oder den Custom Mage? Ich hätte gesagt, wir spielen hier mal den Mage und zwar im Ranked. Weil mit dem Mage müssen wir eindeutig nicht mehr im Ding spielen. Im Casual. Da kommen wir vielleicht sogar, wenn wir Glück haben, ein bisschen höher in der Ladder. Würde mich natürlich freuen. Ich weiß gar nicht, habe ich gerade eigentlich eine Winstreak am Laufen oder nicht? Müssen wir mal gucken. Ah. Zuerst mal hier ordentlich hinsetzen. Gegen einen Druiden. Was sind das für Startkarten? Die finde ich also erstmal eher gar nicht gut. Erstmal alles weg, aber wirklich alles. Ich hätte zwar die Eule da behalten können, aber ob das mir so viel gebracht hätte, ist halt die Frage. Okay, das sieht schon mal ganz okay aus, finde ich. Sollen wir das spielen? Nö, ich hätte mal gesagt nicht. Einfach aus Prinzip mal nicht. Das lohnt sich eigentlich nie am Anfang hier die Mirror Images rauszuspielen. Ich habe das zwar früher gemacht, aber ich habe gemerkt, schlussendlich lohnt sich das auch nicht, solange man nicht Ding hier hat, irgendwie irgendwas krasses. Oh Gott, er spielt was für 4 Mana im ersten Zug. Fuck. Und zwar den guten Yeti. Das ist natürlich nicht schön für uns. Vielleicht müssen wir da wirklich erstmal was dagegen tun. Auch wenn es jetzt vielleicht wie eine Verschwendung vorüberkommt. Wir brauchen hier erstmal da was, dass er nicht durchkommt. Dann hauen wir hier den Frostbolt raus und hauen dann direkt hinterher den Loot Hoarderer. Kann jetzt nämlich hier erstmal nichts machen. Holt sich aber noch mehr Mana. Der Druide, der hat auf jeden Fall hier extrem Mana-Zeug am Start. Vier Mana. Könnte er was spielen? Also hauen wir ein Secret raus. Nächsten Zug spielen wir dann endgültig den Loot Hoarderer und den Frostbolt, dass er hier wenigstens zwei Stück nicht fertig machen könnte. Jetzt spielt er ein Swipe. Wow. Hat also gemerkt, okay, es ist kein D-Spell, kann ich also Sachen machen. Also hier Frostbolt drauf. Loot Hoarder raus. Und End of Turn. 5 Mana, jetzt kommen, jetzt muss er irgendwie langsam mal eine Creature spielen und er wird höchstwahrscheinlich eine sehr, sehr hohe Creature jetzt spielen. Was ich natürlich hoffe, dass ich die krieg. Lol, was ist denn da los? Habt ihr das gerade gesehen? Der Pfeil war falsch. Nice. Natürlich nicht schlecht, dass wir die jetzt gekriegt haben. Das kleine Miezekätzchen. Miezekätzchen. Okay, gucken wir mal, was das Portal hier Schönes bringt. Oh, nice. Nice. Ziehen also noch eine Karte. Mad Scientist sind natürlich auch awesome, den jetzt hier rauszuhauen. Und die 4 Damage machen wir direkt ins Gesicht. Eigentlich ist es jetzt sogar fast perfekt gelaufen, dass wir jetzt mit diesen, mit den Mirror Entities, nee, Quatsch, Mirror Entity war das hier mit den Schilden da halt, die hier die Sachen gemacht haben. Ist eigentlich relativ gut gelaufen, muss ich sagen. Es hätte auch schlimmer sein können. Okay, der Yeti ist jetzt natürlich nicht so awesome, aber da hauen wir jetzt gleich unseren Kraken dagegen. Sehr schön. Hauen wir jetzt gleich unseren, Kraken dagegen, hätte ich gesagt. So, hier, zack. Jetzt gucken wir erstmal, was kriegen wir denn hier schon? Zack. Ah, okay.
Machen also den hier weg. Haben erstmal einen fetten 9-7er Krank auf dem Board. Jetzt mach mal was bitte dagegen. Der ist schon nicht schlecht eigentlich. Wenn man den für 6 Mana spielen kann, ist der eigentlich echt awesome. Ja, okay, 2-3er. Ja, können wir mal machen. Muss man aber nicht. Ist natürlich nicht die schlechteste Karte. Die wäre mir fast lieber gewesen. Oh mein Gott. Okay, den können wir jetzt auf jeden Fall mal rausspielen. Jetzt überlege ich mir gerade, wie wir das am dümmsten machen. Ich glaube, wir clearen echt wirklich das Board hier. Ich glaube, das ist erstmal das Sinnvollste. Ah, perfekt. Perfekt. So wollte ich das haben. Zack. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Dann haben wir hier 1, 2, 3 und End Turn. Jetzt müsste er natürlich den Swipe spielen, um hier das Board wieder zu klären. Mit 3 Karten ist halt die Wahrscheinlichkeit nicht so arg hoch, dass er einen Swipe auf der Hand hat. Und er hat aufgegeben. Jawohl. Well played. Da hatten wir natürlich richtig Glück mit dem Kraken hier. Und ich bedanke mich hier mal schon mal fürs Zuschauen, auch wenn es jetzt eine kurze Folge war. Aber ich muss halt hier auch wirklich ein bisschen drauf achten, dass hier alles so bleibt, wie es sein muss, auch wenn es jetzt eine kurze Folge war. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Schreibt was Schönes in die Kommentare und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Mein Name ist Scrawl. Bis zum nächsten Mal, denn tschüss.